Also bevor jetzt da noch die erste Gabel und der erste Löffel in Richtung von meinem Mul geht, gibt es noch schnell ein Resümee vom Tag. Kennst du die Videos von die Zeichentrickvideos von Simon the Cat? Die Katze, die immer am Schluss nur quasi füttert mich. Das ist wie quasi ich, der Simon. Ha! Also ja. Jetzt kann sie noch lachen. Ja. Du, ey, ich habe so einen schönen Nachmittag gehabt. Also wie den Morgen kannst du wieder einfach in der Pfeife. Wirklich. Aber es war schönes Wetter gewesen. Der Dani hat angerufen, ein mega lässiges Telefon kam. Ich konnte ein Monster-Sudoku lösen. Sehr spannend. Und ich bin mit dem Markus, mit dem Fotograf, eine Tipellierung machen. Obwohl ich ja eigentlich schon im Steghaus war. Aber jetzt habe ich wirklich weniger ein schlechtes Gewissen. Aber das müssen wir ja niemandem sagen, dass ich jetzt doch mich recht viel bewegt habe heute. Psch. Man kann dann ein anderes Mal ein bisschen wieder ganz fest ruhig sein und nichts machen. Wann genau man redet? Sonst, wie sonst immer. Also wann genau? Vielleicht morgen. Morgen fühlst du dich aber wieder gleich und dann machst du wieder genau gleich. Nein, ich habe wirklich, ich nehme mir fest vor, ich tue wieder weniger, ich habe... Sonst kommst du einfach von der Sandra aufs Dach über. Okay. Wir schauen jetzt ab. Hey, ich sehe dich am Mittwoch. Merci. Ich habe gefreut, hast du nämlich gerade vorhin geschrieben. Dann habe ich gedacht, ja, das käme jetzt mir, das würde jetzt mir, das täte mir jetzt in Kram, würde jetzt das, wenn ich jetzt mit dir täte jetzt das, das würde jetzt wunderbar, würde jetzt das dann daher und das wäre dann, wäre das sehr. Und der Tippel, heute Nachmittag, das heisst, um den Weidberg rumlaufen, da muss man nicht mehr immer alles im Detail erzählen, wir haben uns ja getroffen dort oben am Buchheckplatz und ich bin vor einem Ritz hochgelaufen, und bin dann ein bisschen spät gewesen, dort wieder am Buchheckplatz. Und dann sind wir eben, uing, eben einmal um den Weide, uing. Und das ist wieder einfach so schön und herbst und lässig und erzählen und Schnur und wir haben so gelacht und es war so lässig gewesen. Das ist einfach auch so, das ist einfach auch so ein Gemütsböller, das ist einfach so ein Mensch. Mit genau seinen hohen Tümpel im Zeug rein und in seinem Leben und dort und aber anders und einfach normal und irgendwie, ich weiß auch nicht, so seine Funkeläugeli, es hat einfach, es ist einfach gut gewesen, es ist so, es macht so etwas aus, wenn man mit Menschen zusammen ist, dann hat man wie das Gefühl, ja, es ist jetzt gerade ein bisschen kack und das mit dem Rücken müssen wir jetzt in dem nächsten Mal anschauen, ob man operiert oder nicht, und das mit dem Essen ist jetzt so, wie es ist, aber wegen dem verdienst du es trotzdem, dass man sich mit dir für einen Tippel trifft oder etwas in dieser Art und Weise. Also von dem her, das ist einfach, es ist wunderbar gewesen. Also wunderbar! Es hat einfach gut getan, wie gestern mit der Claudia und es ist wie... So machen dann die Nachmittag Amiga, also Victor macht das, also macht das dann. He? Das ist also dann, he? Ist das dann nicht mehr nichts. Das hat wirklich Freude gemacht. Und morgen, der Dani hat, weil er mir ja einen Staubsauger auf den Geburtstag geschenkt hat, ist schon auch krass, wie meine irgendwie auseinandergeht hinein, Filter von sich werfen und so. Einfach, es war mal der Rolls Royce unter dem Staubsauger, aber mittlerweile doch ist er auch schon eingekränzt, älter geworden und jetzt ist er so ein bisschen. Und noch cool, oder? Jetzt komme ich da so an. Staub zu uns, komme ich da so nicht wieder. Und er hat dann gefunden, können wir jetzt den morgen mal kaufen. Und er macht jetzt da quasi einfach einen späteren Nachmittags, schnell Mittagspause-Dings und trifft mich dann irgendwie um 3:30 und dann muss ich um 5 in Kiro und er muss wieder arbeiten und nachher heizt es in den Zwilling. Auf jeden Fall freue ich mich und er hat dann noch gesagt, ja, oben, gell, morgen ist es dann recht grusig und ich so, oh, wirklich? Dann so, ja, man muss ein bisschen warm jagen und Schirm und so, glaube ich, wenn man ein bisschen laufen will, wenn man nicht hocken kann.
Weil wir sonst einfach, gehen wir einfach in M-Elektronik kaufen dort und nehmen nachher an einem Städtischlies Kaffee miteinander. Jesus Christ. Jedenfalls habe ich morgen am Nachmittag, ja, gesehen ich auch schon wieder jemanden. Ich meine, du siehst, ich klappe mich gar nicht. Wenn ich irgendwie ein bisschen zwischendurch ein bisschen Company habe, dann kann man wieder den Rest vom Tag auch allein sein. Aber zum Morgen. Nicht wollen. Und das habe ich es dann auch nicht mehr. Aber die Nachmittage sind es gerade lesen. Und da kann man sagen, also wenigstens sind die 5-6 Stunden okay, und wenn es nicht grusig ist und man kann noch jemanden sehen und ein bisschen laufen, dann vergisst du dich nämlich mal zwischendurch ein bisschen. Das ist urles. Und merke, dass andere auch so ihre Themen haben und ihr Zeug und nicht. Nein, alle anderen sind perfekt und du bist einfach die Panne. Sondern, es wäre einfach, meine Software hat einfach einen Bug. Ein riesen Bug. Oh. Ja, und dann sehe ich also morgen Stand und Anni und nachher sehe ich dann den Chiropraktiker. Und du hast morgen Yoga. Morgen ist Dienstag. Denkt mit. Und dann am Mittwoch sehe ich dich. Ich meine, es ist alles gut. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das mit der Nahrungsaufnahme ist. Ich habe mir nämlich da wieder ein frisches Brot gekauft und von der abpackt und alles. Könnte also wieder ein riesen Fiasko werden, aber dann wirst du ja morgen wieder müssen mein ganz Gehirn anhören. Ist ja... Wir schauen. Aber ich probiere jetzt mich da nicht krass einzuschränken. So ein bisschen so. Weltklasse! Ah, ich muss ja wieder Spiegel reden. Also, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich auch. So herzig. Ja. Wie siehst du das? Nein, der ist so herzig. Mein Hündli und ich. Also, wir verabschieden uns damit und machen den Mond wieder. Eine Fortsetzung von Desperate Freaks Wives. Manchmal geht einfach die Pointe. Siehst du, sogar ihm geht der Laden ab. Nein, komm, hör auf, was war denn das für eine Pointe? Genau, einfach so eine. Darum,